Das ist unser Zimmer. Ist das also unser Zimmer? Das hier? Das ist nämlich mega schön. Ja. Das ist einfach monsterhaft. Ja, das ist euer Zimmer. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist das beste Zimmer, das wir haben. So haben wir das tollste Zimmer bekommen. Ja, wieso? Naja, ihr hattet noch Glück gehabt, dass wir keine anderen freien Zimmer hatten als den hier und die, die zuerst hier gewohnt haben. Ihr hattet auch Glück, dass die schon gestern umgezogen sind, also aus unserem Hotel zum anderen. Und deswegen war der noch frei und ihr habt dann den schönsten Hotel bekommen. Und der war auch extra für 3 Personen. Da hatten wir ja wirklich echt Glück gehabt. Oh ja. Soll ich euch jetzt sagen, wie viel Geld ihr dafür bezahlen müsst für das Zimmer? Ja, okay. Ja. Ja, können Sie uns jetzt sagen. Okay, ihr müsst einmal 200 Euro bezahlen. 200? Ist das für 2 Personen, ist das für 3 Personen oder nur für eine Person 200? Oder wie? Natürlich für euch alle, für 3 Personen 200 Euro. Ah, okay, ich dachte schon. Hier bitte. Danke. Okay. Soll ich euch jetzt also das Badezimmer zeigen und die Küche? Die Küche? Da wollt ihr alleine hier essen. Hier. Würden wir eigentlich gerne machen. Hier essen. Okay, dann zeige ich euch. Also dann wird das Essen halt hierher gebracht zu euch. Ja, okay. Ja, das wird toll. Okay, dann zeige ich euch jetzt das Badezimmer. Kommt mit. Ja, okay. Wow. Ja, das wird immer cooler. Da muss ich euch zustimmen. So, das hier ist unser Badezimmer. Hoffe, es gefällt euch. Wow, das ist so fabelhaft wie unser Zimmer. Das freut mich. Also, hier ist einmal die Badewanne und also sein Schrank. Ja. Dann ist da die Waschmaschine. Ja, wir wissen alles. Und da hinten, hier liegen halt die ganzen Shampoos. Hoffe, euch hat alles gefallen und ihr seid mit allen zufrieden. Und dann könnt ihr auch schon in eure Zimmer zurückgehen. Euer Essen ist schon gebracht. Viel Spaß noch. Oh, es ist ja einfach mega. Stimmt's, Gelita? Ja. Ja, das ist mega. Kommt, jetzt gehen wir in unsere Zimmer zurück. Dann essen wir und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Fernseher gucken und wenn wir schon müde sind, können wir schlafen gehen, stimmt's, Leute? Ja, kommt. Kommt. So, Leute, das war's mit dem dritten Teil von Die Fahrt nach Scarys. Die essen halt und gucken ein bisschen Fernseher und dann gehen die schlafen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr nun im vierten Teil. Und bye, Lila Blue. Bye. Bitte abonnieren, kommentieren und liken.